Hallihallo und willkommen zurück zu Factorio. So, wir werden heute eine kurze Aufnahme machen, weil ich noch was zu tun habe heute. Und aber eine Folge brauche. Ihr werdet sie wahrscheinlich schon heute zu Gesicht bekommen. Direkt, also ganz frisch quasi. Aber ich denke mal, wir werden trotzdem was schaffen. Wir haben genug Ablenkerkapseln, das ist schon mal gut, das habe ich gar nicht gemerkt. Das heißt, wir machen uns mal auf den Weg, so die ersten großen Nester auszuschalten, würde ich sagen. Obwohl, was sind wir gerade am Erforschen? Oh, Alien-Technologie dauert lange. Wir haben doch die... Ja, die Power-Rüstung haben wir schon. Aber das können wir eigentlich noch nicht machen. Wir müssen aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir diese Ablenkerkapseln hier unten drin haben. Und dann machen wir mal unten das große Nest weg. Moment mal, gerade auf die große Karte gucken. Ja, also das muss auf jeden Fall weg. Dann können wir mal gucken, ob wir da noch hinkommen. So, die da oben sind jetzt erstmal weg. Das ist schon mal gut. So, machen wir so. Dann schaltest du die schon mal aus. Und ihr helft mir jetzt mal gegen diese Horden hier. Glück gehabt. Weil das ist echt ein ziemlich großes Nest hier. Da müssen wir gerade mal... Aber wir haben ja glücklicherweise keine... wie heißt denn das? Keine Türme, also keine Würmer. Upsa. Acht Objekte wurden beschädigt. Das sind nur die Roboter und Wände. Ja gut, das ist ja okay. Hier... Müssen auf jeden Fall noch welche hin. So. Genau. Oh, die sind alle kaputt. Da habe ich nicht drauf aufgepasst. Das ist natürlich schlecht. So. Jetzt müsste die langsam mal kaputt schießen, weil meine Energie geht auch langsam weg. Ich helfe mal ein bisschen mit. So, das Nest ist auch kaputt. Mann, haben wir hier ein Massaker angerichtet, aber das ist doch gut so. Ich glaube 17 davon haben wir jetzt verbraucht. Ne, ich gehe jetzt erstmal zurück und regeneriere mal ein bisschen. Beziehungsweise kann ich hier stehen bleiben? Ich muss gerade mal schauen. Ich gehe mal... Wow, nein, 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 nein. Hilfe. Die scheinen aber schwach zu sein. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, das ist nur ein so ein Ding. Das lassen wir eben mal kaputt schießen. So, die Viecher helfen dann. Genau, super. Haben wir das auch. Dann gehen wir noch darüber. Da haben wir noch was Kleines. Ah, so klein ist das gar nicht. Da sind ganz schön viele Würmer, wenn ich das richtig sehe. Oder was ist das? Doch, das sind Würmer. Na, da tun wir noch zwei rein mal. Also hier werden nicht viele neue kommen. Hier ist ja nur ein so ein Nest, das die generiert. Aber die Würmer sind auf jeden Fall unschön. Also nochmal ein paar. Vor allem, das sind auch hier so große hier. Zwei Stück. Jetzt wird's dunkel, da würde ich eigentlich gerne abhauen eigentlich. Aber das hier machen wir noch fertig, das Nest. Nicht auf mich, danke. Okay, gewonnen. Das Nest auch ausgeschalten, dann haben wir das doch.
soweit geschafft. Jetzt müssen wir nur noch nach Hause kommen, ohne dass uns irgendein Schwarm überrennt. Danach würde ich vorschlagen, hier oben. Upsa, das da. Das ist was Großes, da würde ich nämlich ganz gerne dann wieder alle 50 Kapseln haben. 8 beschädigte Mauern, sollte nicht das Problem sein. So. Dann haben wir das doch schon mal geschafft. Okay, schauen wir mal. Sieht doch schon mal relativ sauber aus. Das Große hier muss noch weg. Und danach müssen wir halt uns hier immer weiter ausbreiten. Boah, sind das hier fette Nester. Da werden wir allerdings dann erst mit Power-Rüstung hingehen. Und mit besserer Technologie. Es ging mir jetzt nur erstmal darum, hier die Angriffe ein wenig zu minimieren. Nicht, dass sie uns dann halt doch irgendwann überrennen oder irgendwas Wichtiges kaputt kriegen. Wäre sehr unschön. So, wie schaut's hier aus? Hier fehlen Kupferplatten, wie es ausschaut. Und das liegt am Erz. Haben wir noch Erzförderer? Nein. Dann machen wir noch einen. Erstmal. Ja, das ist jetzt die Frage. Machen wir den hier hin. Würde ich jetzt einfach mal spontan vorschlagen. Wobei, besser wäre es eigentlich so. Oder? Ist eigentlich völlig Wurst. Na gut. So, dann packen wir euch noch hier rein. Und euch noch hier rein. Produzieren wir auch wieder Eisenplatten. Aber das sieht ganz gut aus hier. Vom Rückstau her. Sogar Stahl staut sich zurück. Das ist auch sehr gut. Die blauen sind immer noch so ein Problem. Wie schaut's hier aus? Ja, die Fließbänder werden erstmal wieder produziert. Davon habe ich eben welche mitgenommen. Davon habe ich jetzt 2,5-mal so viele, wie ich brauche eigentlich. Und was fehlt hier? Hier fehlen intelligente Knickarmroboter und die fehlen wegen den Schaltkreisen. Ja gut, da haben wir ja gerade mal geguckt, dass wir ein bisschen mehr Erz haben. Das hier wird ja aber schon alles weggesnackt, das geht ja so fix. Ja, ist halt die Frage, wenn wir noch mehr Kupfer hätten. Machen wir noch 2, komm. Oh, nicht so viele. 2. Die tun wir dann hier hin. Machen wir mal die Mauern weg. Oh, hier müssen wir mal von Hand reparieren. Die Mauern würde ich gerne stehen lassen. Weil hier noch kein Roboterhangar hinkommt. Oh, warte, das ist eigentlich klüger, die vorher zu reparieren, weil die behalten den Schaden natürlich auch, wenn man sie abbaut. Hier haben wir sie. Ne, das seht ihr jetzt, ist hier eine beschädigte Mauer. Heißt, die platzieren wir und dann reparieren wir sie. Und dann reißen wir sie wieder ab, damit wir eine ganze Mauer haben. Das ist um einiges platzeffizienter. So, 2 davon. Ja, noch nicht ganz. Dich hätte ich ganz gerne hier. Irgendwie hoffe ich ja, dass die hier nicht angreifen, weil wir haben hier nur oben welche komischen MG-Türme rumstehen. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Ich bin auch so intelligent manchmal. So. Ja, nee, hier komme ich auch nicht rein. Mach mal hier ein Loch rein. Wie immer. Und dann gucken wir. Haben wir noch Lasertürme? Nö, dann machen wir noch welche. Und stellen hier noch den benötigten Strommast auf. Und schließen das Kupfer an. Ja, passt. So. Dann hätte ich gerne hier und hier. Ja, machen wir dahin. Das passt auch. Ein Laserturm. Oder sind das doch Lasertürme hier oben? Doch, sind auch Lasertürme. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann stellen wir noch hier einen hin. Dann sollte das auch genug geschützt sein.
So, jetzt sehen wir schon langsam, wie das Kupfer sich staut. Aber auch nur langsam. So, hier kommen immer noch nicht genug Kupferkabel an. Mal schauen. So, hier staut sich jetzt langsam das Erz. Dann würde ich sagen, dann erweitern wir noch um einen Lichtbogenofen. Allerdings brauchen wir dafür Ziegelsteine. Haben wir Ziegelsteine im Lagersystem, im Logistiksystem? Wäre die Frage. Eine passive Anbieterkiste. Ja, haben wir. Dann würde ich sagen, es ist immer ganz gut, mal ein paar Ziegelsteine dabei zu haben. Keine Ahnung, wie viel können wir denn gleichzeitig tragen? 100, ja, okay. Wie viel brauche ich dann, glaube ich, aber nicht. Ich nehme 50 mal mit. Machen wir das selber, aber komm. Dann müssen die das nicht hier machen. Und dann brauchen wir noch einen Lichtbogenofen. So. Da. Denn hier könnte man die Kupferproduktion noch beschleunigen, wie man sieht. So. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns dann jetzt so quasi in der zweiten Hälfte um das Beschleunigen der sämtlichen Fließbänder hier. Dafür brauchen wir natürlich ein paar Separator. Und ein paar Teilerfließbänder. Das ist Quatsch, nein, halt. Die nicht, die hier. Separator und Teilerfließbänder. Die machen wir jetzt mal in ihrer schnellen Form. So, du kannst weg. Du auch. Genau, Untergrundfließbänder bräuchten wir dann noch. Dafür fehlen uns aber Zahnräder. Zweigen wir eigentlich schon irgendwo Zahnräder ab? Tun wir nicht, wenn ich das richtig sehe. Könnte man also auch nochmal eben machen. Ne, dazu hätte ich auch gerne wieder eine passive Anbieterkiste. Einen intelligenten. Ja, machen wir doch. Ne, brauchen wir nicht, weil wir haben da noch genug von. Knickarm-Roboter. Müssen wir halt den Strom hier umstellen. Beziehungsweise das Ding haben wir eh nicht gebraucht, aus lustigen Gründen. So, jetzt baust du mir noch ein paar von den Dingern, das ist gut. Alien-Technologie ist fertig, super. Nachtsicht, keine Ahnung. Bohreffizienz. Logistik wäre gut, Automatisierung nicht unbedingt notwendig. Landminen, nein. Schadenserhöhung. Gleitroboteranzahl, Elektroschock, Entladungsverteidigung. Ich denke mal, wir versuchen jetzt mal so langsam die ganze Power-Armor, das ganze Power-Armor-Equipment zu machen. Und, ja, nee, danach würde ich sagen, machen wir direkt. Haben wir das schon? Jetzt bin ich gerade am Grübeln. Erweiterte Rohölaufbereitung, die haben wir schon, tatsächlich. Hab ich gar nicht gesehen. Okay, dann machen wir hier. Bauplan festlegen. Das hier. Und die andere Raffinerie. Da machen wir das gleiche. Denn Schweröl und Leichtöl haben wir eigentlich zu Genüge. Und jetzt werden wir dann anfangen, aus Leichtöl und Wasser in einer Chemiefabrik Petroleum herzustellen. Dazu brauche ich noch eine Chemiefabrik. Chemie. Habe ich noch irgendwo hier Anbieterkisten rumstehen, die hier rumstehen? Das ist eine einfache Stahlkiste, okay. Dich hätte ich gerne hier. Und du nimmst bitte hier Zahnräder raus, bis wir 50 im Lagersystem haben. Das sollte reichen. So, das geht jetzt relativ schnell. Machen wir das. So, haben wir das umgestellt.
Hier haben wir das Leichtöl. Wir haben aber auch hier Leichtöl. Hier haben wir Petroleum dafür und hier haben wir Petroleum dafür. Ich denke mal, das werde ich demnächst auch nochmal umbauen, um das, um die Produktion einheitlich zu haben. Das heißt, dass ich nur an einer Stelle Petroleum produziere. Beziehungsweise nein, es reicht eigentlich, wenn wir diese beiden Rohre verbinden, ne? Ja, das ist ziemlich ressourcenaufwendig. Na gut, dann, wie gesagt, ich ersetze jetzt erstmal. Ich will das so ein bisschen einheitlicher haben hier und ich habe eigentlich ungern Arbeit irgendwo rumliegen. Ich arbeite zwar auch ungern, aber ich habe auch ungern Arbeit rumliegen und, naja, das ist in Factorio nicht so einfach. Weil man doch sehr, also, sehr schnell was Neues anfängt und dann dafür alte Sachen, die man vielleicht mal nachbessern müsste, ja, schleifen lässt. Hier ist tatsächlich alles schon umgebaut. Das war falsch, oder? Ja. Das muss so. Und im Anschluss... Wo habe ich dich? Da habe ich dich. So. Ja, mach noch ein paar mehr davon. Die werden wir brauchen. Tragbares Solarmodul und Batterie. Sehr gut. Haben wir noch was Billigeres? Tragbarer Fusionsreaktor ist cool. Nachtsicht brauche ich nicht unbedingt. Energieschild. Ja, dann platzieren wir direkt die hier. Würde ich jetzt mal spontan sagen. Nein, nicht du. Du. So. Und so. Hier haben wir einen Teiler, ein Teilerfließband. Nen ist falsch in dem Fall. Da habe ich auch so ein paar Bekannte und Freunde und so, die sich, beziehungsweise hauptsächlich einen, der sich da immer sehr drüber aufregt, weil einige es ganz gerne machen und immer dieses Nen, was ja im Prinzip eine Abkürzung für einen ist, benutzen, wo man eigentlich keinen einen benutzen würde. Stört mich auch ein bisschen, aber ich finde es immer lustig, wie er sich dann darüber aufregt. Ach ja, aus dem Nähkästchen geplaudert. Nehmen wir die noch mit und die noch mit. Dann könnten wir uns auch noch demnächst nochmal drum kümmern, ein paar Logistikroboter einzustellen. Oder herzustellen, besser gesagt. So, wie sieht's hier mit dem Eisen aus? Wir könnten mehr haben, oder? Wir könnten mehr. So, hier ist noch eine aktive Anbieterkiste. Die kann ich mitnehmen. Jetzt ist die Frage. Ja, hier hätten wir noch was. Energieschild, MK2, MK2. Gleitroboteranzahl interessiert mich nicht. Alien-Technologie können wir noch nicht. Ah, das können wir gleich noch einstellen übrigens. Exoskelett, genau, das ist super. Wir hatten ja das Ganze schon aufgestellt. Hier. Das müssen wir halt nur noch. Da. Genau. Kannst auch direkt hier reinlegen eigentlich. Aber ist ja auch nicht so wichtig, wo ich es jetzt genau reinlege. Ist nur cool, dass es halt automatisch dann da reingelegt würde, wenn ich es woanders reinlege. Darum ging es mir ja. So, was haben wir hier noch? Einmal das. Ist wahrscheinlich nicht allzu spannend, wenn ich hier die alten Sachen austausche, aber muss alles gemacht werden. Das ist wie einkaufen gehen und so Zeug. Ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, ist nicht die wahrscheinlich nicht die Lieblingsbeschäftigung von vielen von euch. Oder wenn ihr es noch nicht müsst und sondern eure Eltern das noch machen, das ist. Schätzt es. keine Lieblingsbeschäftigung, muss gemacht werden, weil sonst ist es doof, ne? So, verhungern ist, glaube ich, nicht so lustig. Und ja, ich weiß, bis wir hier verhungern, das ist was anderes. Wir wissen gar nicht, was wirklicher Hunger ist, das stimmt. Aber wenn wir nie einkaufen würden, würden wir auch das tun. Was rede ich hier eigentlich? Ach, keine Ahnung. Verzeiht es mir, es ist normal. schon wieder keine mehr davon. Sieht doch schon alles sehr viel röter aus. Ist schon mal cool. Gerade mal gucken, wie sieht's mit den blauen Paketen aus. Ja, immer noch viel zu rar. Aber das liegt in der Rohstoffproduktion. Deswegen würde ich dann ganz gern demnächst die Eisenbahn angehen. Dafür müssen wir dann noch hier
uns ein großes Vorkommen suchen, wie das da zum Beispiel für Kupfer, das da, ja, zwischenzeitlich für Eisen, das ist eigentlich auch noch nicht so super. Das da könnte man noch nehmen, ist aber noch weiter weg. Was man aber machen könnte, wäre zum Beispiel dann das da oben, aber dafür müssen wir die erstmal alle wegräumen. Hier, das da muss weg und das da auch, bevor wir da effektiv was machen können. Außerdem müssen wir halt diverse Schienen und so weiter anfertigen und das kostet auch nochmal enorm viele Ressourcen, glaube ich. So, jetzt habe ich hier... Ah ne, das habe ich ja schon. Das da. Hallo. Achso. Ah, jetzt kann ich auch nochmal das hier gebrauchen. So. 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 Und so. Genau. Euch habe ich hier noch. Du und... Na komm schon. Ihr. Ist hier natürlich ziemlich unnötig eigentlich. Hier staut sich das Ganze ja nur. Aber ich hab's halt dann gerne einheitlich. Und wenn wir die Technologie, die schnellen Fließbänder schon haben, dann habe ich ungern hier diese veraltete Technologie rumstehen. Nee, so ist das. So, hier haben wir auch noch was. Genau. So. So. Dann haben wir da oben noch einen Separator, den wir austauschen müssen. So, die paar Minuten hier, die ich hier noch am Modernisieren bin, die lasse ich auch noch in der Folge drin, obwohl die Zeit ja schon wieder rum ist. Ich habe ja sowieso die Folgen immer länger gemacht. Bisher. Meistens zumindest. Und dann modernisiere ich halt noch ein bisschen hier rum. Und dann gucken wir mal, wie wir in die nächste Folge angehen. Moment, du hier rein, du hier raus, du hier rein, du da raus. Ne, genau. So, du kommst dann da oben rein. Okay. So. Hier unten ist das Ganze auch wirklich, wie gesagt, ziemlich unnötig eigentlich. Oben bei den Ressourcen, die halt sehr viel aufgeteilt werden, da ist es ganz wichtig, dass das schnell ist. Weil da eben eine enorm hohe Dichte im Prinzip sein muss. Weil die halbiert man ja schon mit jedem davon. Also ist nur noch ein Bruchteil des Drucks, sage ich jetzt mal, wenn man sich das als Leitungen vorstellt, hier unten übrig. Von dem, was oben drauf ist. Durch unsere Produktion. Und, ja. Nein! Deswegen ist das ganze Konzept hier natürlich auch ein kleines bisschen schwierig, eben genau aufgrund dieses Flaschenhalses, dadurch, dass ich oben eben die Dinger immer wieder aufteile. Aber das ist nun mal das, was mir im Moment am besten gefällt als Technik, sage ich mal, zum Bauen, weil es halt ziemlich zentral ist und alles. Und wenn irgendeine Ressource fehlt, dann erweitere ich einfach diese Ressource, egal wo sie fehlt, und fertig ist. So kann es halt nicht passieren, dass ich irgendwo eine Ressource zu viel habe und woanders zu wenig. Also klar kann das passieren, aber hier staut sich das Ganze eben zurück und dieser Überfluss geht dann dahin, wo es fehlt. Ne, seht ihr hier. Hier habe ich einen eindeutigen Überfluss an Insertern, also gehen einfach alle Inserter nach hier, wo sie gebraucht werden. Warum liegt da ein Fließband? So, ah, wieder mein Lieblingslied. Naja, eins davon. Das finde ich irgendwie extrem lustig. Erinnert mich so ein bisschen an Gangnam Style. Ich weiß nicht, ob es auch so ist, aber naja. Oder was, Harlem Shake? Ach, keine Ahnung. So. Okay. Das und das und das. Ja, ihr seht schon, das ist eine ziemliche Arbeit, das hier alles zu modernisieren, weil das doch alles hier relativ komplex gebaut ist und nicht einfach nur ein Fließband neu ziehen. Das geht nämlich um einiges schneller, wie ihr euch denken könnt. Normales Exoskelett ist fertig. Persönliche Laserabwehr wäre cool. Powerrüstung. Machen wir mal das noch. So, ne, ihr seht schon, das hier war jetzt ein Fließband. Ruckzuck erledigt, aber da wir das hier so verwinkelt drin haben... Moment, das auch noch nach oben. So, das noch nach rechts, das nach unten, das nach da, das so.
Und das auch noch so und das nach unten. Das hier muss ich eigentlich nicht ersetzen. So, wir setzen jetzt hier noch ein kleines bisschen. Das noch. Und dann sind wir schon wieder bei 25 Minuten. Wie gesagt, ist eigentlich schon wieder mehr, als ich vorhatte. Ich bin ja eigentlich bei 20 Minuten. Das merkt man nur bei Factorio nicht. Beziehungsweise das merkt mir sogar ich mich, also das merkt sogar ich mir bei Factorio nicht. So, wir haben jetzt hier Schienen. Die sind gar nicht so teuer, aber können doch auf die Masse relativ heavy werden, glaube ich. Hier oben käme dann für mich so ein Bahnhof hin, wo ich das alles entlade und dann entsprechend sortiere. Kupfer, Eisen. Müsste man halt auch nur gucken, wie man dann den Zug hier durchkriegt, wenn man von da unten was anliefern will. Aber das schauen wir uns mal alles noch an. Irgendwann. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich würde mich immer noch weiter über Feedback freuen. Ey, wir haben einen Stau. Jetzt fehlt wieder Eisen. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge Factorio wieder. Vielen Dank. Bis dann.